willkommen wieder, Allwissenslust. Dankeschön, dass du reinschaust. Ich danke euch für die Kommentare und auch wenn mein Like nach oben geht, sehr schön. Und ich hatte mal gesagt, ich habe noch nie gesagt, eigentlich, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch, wenn ihr ein Abo habt, auf die Glocke drücken. Und dann könnt ihr auswählen, ob alle Videos oder nur spezielle Videos jederzeit, die ich neu mache, euch angezeigt werden. Dann, also ich habe das bei ganz vielen so gemacht, was mich wirklich interessiert. Dann habe ich immer das Aktuellste, weil manchmal vergisst man das doch. So, das wollte ich jetzt eigentlich auch nochmal sagen. Okay, aber worum geht es? Vitamin D für Kinder. Ich bitte euch, ja, achtet in der Umgebung, in eurem Feld, Freunde, Familie, Bekannte drauf. Die jungen Menschen sind heute sehr fixiert auf Schönheit, also da wird auf so vieles geachtet, aber natürlich auch, was es in den Medien gibt, was in den Geschäften angeboten gibt und unter anderem natürlich Vitamin D. Und die, die jetzt schon selber Kinder haben oder in der Verwandtschaft, die wissen, eigentlich hat man sicherlich auch schon gehört, kleine Kinder bekommen so bis zum zweiten Lebensjahr auf jeden Fall Vitamin D. Ja? Und das sind meistens die Vigantoletten. Die haben so 800 oder 1000 wieder internationale Einheiten haben die. Und die muss man dann so ein bisschen auflösen. Und ja, dann kann man die also dem Baby mit in den Brei geben oder auch mit dem Löffelchen einfach auf die Zunge geben. Warum kriegen die das denn? Da sind wir wieder dabei. Die alten Menschen gehen gar nicht in die Sonne. Die brauchen ganz viel Vitamin D. Die Babys kommen auch nicht in die Sonne, oder? Wer legt denn sein Baby von März bis Oktober in der Mittagszeit mal so eine Stunde ganz leicht angezogen, oder also eine Stunde ist übertrieben, man soll 10 Minuten, Viertelstunde als Erwachsener machen, ne? Ohne dass man eingecremt ist. Aber wer würde jetzt sein Baby 10 Minuten, Viertelstunde in die pralle Mittagssonne legen? Keiner, oder? Nicht wirklich. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr vielleicht in eurem Umfeld drauf achtet, denn es gibt auch manchmal Hebammen oder Ärzte und die halten gar nichts von dem Vitamin D. Empfinden immer noch so als Modeerscheinung. Und wisst ihr, je nachdem, wo man hinkommt, je nachdem, wer predigt, ob Arzt oder wer auch immer das ist, ob auch Kirche oder egal wo, das, was derjenige sagt, dort, wo man hingeht, was der Mensch seines Vertrauens auch ist, danach richtet man sich. Ja? Also ich kann euch immer nur sagen, ich liefere euch ein Samenkörnchen. Macht was draus. Achtet gut auf euch. Und wenn ich dann höre, dass Hebammen teils sagen, ja, ist aber nicht so wichtig, braucht man nicht oder weniger oder keine Ahnung. Also ich will da auch keinem auf die Füße treten, aber ich habe es im Umfeld selber mitbekommen, wie die jungen Mütter oder Familien wirklich, nicht, ich will jetzt nicht sagen eingeschüchtert sind, aber sich auf all das verlassen, was eben natürlich aus der Richtung kommt von Kinderarzt, Ärzten, Heilpraktikern kann ich jetzt so nicht sagen, Apotheker, die geben halt auch das weiter, was sie haben. Aber Vitamin D sollte man auf keinen Fall weglassen. So, jetzt gab es früher nicht ohne Grund das Vigantolöl. Vielleicht kennen das die einen oder anderen noch von euch. Kann der Arzt verschreiben auf grünem Rezept. Das heißt, das muss man natürlich selber zahlen. Ne? Das sind 10 ml. Dann habe ich damals, ich glaube, so um die 14 Euro bezahlt für eins. Habe ich mir vom Arzt ein großes Rezept ausstellen lassen für 100 ml. Dann bekommt man 10 mal 10 ml. Und das ist aber Cholecalciferol, muss man sagen, mit Nussöl. Und jetzt weiß man, dass viele, viele, viele Kinder, Erwachsene, ältere Menschen Allergien haben. Das kommt auch nicht so von ungefähr. Ne? Ganz viele sagen, die Kinder bekommen immer mehr Allergien, je mehr sie geimpft werden. Wenn man sich da so ein paar Berichte anhört, dann oder ein paar Bücher drüber liest, dann könnte man sagen, ja, das kann damit zu tun haben. Wozu dient also das Vitamin D unter anderem? Es ist ja nicht nur für die Knochen da, sondern es ist fürs ganze Immunsystem da. Und je mehr wir eben von dem Vitamin D haben, desto mehr Schutz haben wir. Denn es ist für alle Vorgänge im Körper gedacht. Und da unsere Babys ja, wie gesagt, noch ganz viel schlafen und eben viel wachsen müssen, überleg mal, wie schnell die Kleinen groß werden. Was da für eine Kraft in ihnen sein muss. Also in jedem von uns, in diesem Wunderwerk Mensch, ob Mensch oder ob Tier. In dieser kurzen Zeit muss über die Ernährung so viel geschafft werden. Das ist schon, wenn man sich das
Also manchmal denke ich, das ist schon unglaublich. Aber das soll man nicht sagen. Unglaublich soll man nicht sagen. Man soll sagen, wunderbar, schon viel besser. So, also dann gab es also dieses Vigantolöl. Und da gibt es auch noch die Vigantolöl, also das sind das Vigantolöl. Und dann gab es natürlich noch die Kapseln mit 20.000 Einheiten. Das gab es schon vor vielen Jahren, aber mittlerweile wird das nicht mehr gerne verschrieben, das grüne Rezept von den Ärzten. Wir wissen, dass seit ganz vielen Jahren das Patent ausgelaufen ist von Vitamin D. Und aus dem Grund lief das einfach nur so nebenbei. Ja? Obwohl etwas sehr gut ist, ist das Patent nur ausgelaufen und kein Interesse daran mehr, diesen Stoff weiterzugeben, auch wenn er noch so gut ist. Und das sagt mir wieder, Leute, da müssen wir wieder auf uns selber achten. Ja? Gebt also Acht. Jetzt ist es so, dass zum Glück, muss ich einfach so sagen, dass man übers Internet überall mittlerweile Vitamin D bekommt. Und was habe ich gesehen vor ein paar Tagen? Jetzt denkt mal nicht, dass ich für Rossmann nur Werbung mache. Ich gehe auch in DM und überall rein. Aber das habe ich jetzt gerade gesehen im Rossmann. So, das sind also auch Tropfen. Und wenn man hier, was stand da, wenn man 5 Tropfen nimmt, hat man 1500 Einheiten. Und das ist mit Kokosöl. Guck mal. Das sind sogar 15 ml. Das hier sind 10 ml und da sagt man pro Tropfen 500 ungefähr, waren das so umgerechnet. Und so sieht es also jetzt aus, da bin ich ja ganz dankbar, dass man, guck mal, ja, dass es jetzt in dieser Pipettenform zu haben ist. Und für 3,99 € mit Kokosöl. Und das ist natürlich schon wieder eine Nummer, ne? Finde ich jetzt mal. 3,99 € zu zwischen um die 13 bis 15 Euro. Keine Ahnung, was es jetzt kostet, da ich mich natürlich dann auch im Internet ein bisschen damit befassen musste, denn man hat kein anderes in der Apotheke bekommen, außer diese Vigantoletten bis 4000 Einheiten. Und man weiß, wenn jemand mit dem Darm hat, dann sind die Tabletten gar nicht so gut. Da habe ich auch einen Film drüber gemacht. Ja? Also mir ging das auch so, dass ich wirklich ja, sehr, sehr oft auf Toilette musste und das ganz vielen so geht und ich durch diese Vitamin-D-Kur alles wirklich gut geregelt bekommen habe. Also, dann denkt auch wieder bei den kleinen Kindern an den Darm. Und die haben ja auch oft Koliken. Dann kann es natürlich sein, dass sowas Flüssiges viel besser funktioniert wie die Tablette, ja, die man eigentlich nur im Wasser auflöst. Jetzt wissen wir aber eigentlich, dass Vitamin-D gerne mit Fett zusammen sein möchte, also mit Fett eingenommen werden möchte. Jetzt muss man ja ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich diese Vigantoletten natürlich nicht hier, aber ist das Vigantoletten besser oder ist dann sowas besser? Jetzt sagen manche, ja, es muss aber eine bestimmte Qualität einfach haben. Apothekenqualität, natürlich sind wir immer von ausgegangen. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Rossmann die schlechtesten Produkte seine Eigenmarke nennt. Hm? Also können wir jetzt nicht so vorstellen oder DM oder irgendwer anders da. Ja? Also egal wo, es gibt es und es gibt es auch günstig zu kaufen, sodass man das nehmen kann. Und dann sollte man in meinen Augen den Kindern niemals aufhören, Vitamin D zu geben. Das ist so mein Appell. Wenn ihr also das bemerkt oder hört, unterhaltet euch einfach mal so. Und dann kann man immer mal einen Wink geben. Es ist das Wichtigste mit, was man seinem Kind mit auf den Weg geben kann. Dieses Vitamin D. Und wir brauchen es und guckt es, die Impfung, weil ich sehe, dass die kleinen Kinder diese Vierfachimpfung kriegen, Sechsfachimpfungen kriegen und eine Woche später gibt es schon wieder eine andere Schluckimpfung dazu. Dann frage ich mich, was soll das? Hat ein Kind nicht so viel Zeit, dass man einer Impfung erstmal ein bisschen Zeit geben kann? Ich meine, wir hatten auch die Dreifachimpfung, aber dann lag auch eine Zeit dazwischen und man kriegte nicht alles so auf einmal. Aber ist das eigentlich mal getestet? Was passiert eigentlich mit den Kindern? Gibt es da Studien zu, wirklich? Also ist das ethisch alles zu vertreten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass all das Wissen, was ich in all den Jahren jetzt zusammengetragen habe, hören, sehen, lesen, dass all das und selber ausprobiert natürlich auch, das ist ganz wichtig, dass Vitamin D ein Faktor ist, den man niemals vergessen darf. Und wie ich im anderen Video schon gesagt hatte, meine Kinder sind getestet worden auf Vitamin D und B12, habe ich erzählt, auch
meisten B12-Mangel, wer einen Vitamin D-Mangel hat. Und die hatten im Jugendalter schon Vitamin D-Mangel. Das bedeutet, die müssen eigentlich immer Vitamin D nehmen. Kann man den jungen Menschen natürlich immer nur sagen, ob sie es dann weiterhin tun, ist eine andere Sache. Aber vorprogrammiert sind dann natürlich Arthrose und viele andere Sachen. Und man kann sich umhören, man hört immer schon wieder, dass die jungen Menschen ganz viel auch mit den Knochen haben, mit den Zähnen haben. Hier diese Kreidezähne könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, die bei den Kindern immer mehr kommt. Vielleicht hat das auch mit all dem zu tun, denn Vitamin D ist dazu da, auch das Knochengerüst und natürlich auch Kiefer, ja, Zähne, alles, was damit zu tun hat, Fingernägel, Haare und gesund zu halten oder Kraft zu geben, damit der Körper mit Mangelerscheinungen umgehen kann. Jetzt haben wir natürlich viele Nahrungsergänzungsmittel, weil früher die Nahrung einfach anders angebaut wurde, beziehungsweise noch nicht so viel chemisch ist. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, unsere ganzen Elektrogeräte. Ja? Alles ist Elektrosmog und auch das Verbrauch, unser Körper braucht, um dagegen anzugehen, um da die Gesundheit aufrechtzuerhalten. Ja? All das braucht der Körper und der braucht auch das Vitamin D zu. Und die Kinder unbedingt. Guck mal, was die alles lernen müssen. Am besten ist ja schon, wenn die im Kindergarten mit drei Sprachen aufwachsen. Ne? Und guck mal, das ganze Spielzeug, was da ist. Dann haben die schon Töpfchen, habe ich gesehen, wo Rechner drauf sind. Da können die schon drauf rumhämmern und dann flimmert die ganze Zeit was. Wenn wir uns bewegen, körperlich, geistig, dann bedeutet das immer, der Körper braucht auch was, damit es gut aufgenommen werden kann, damit er auch gut gegengearbeitet werden kann, wenn es zum Stress wird. Was wissen wir denn, inwiefern ein Kind Stress hat? Ne? Wie wirkt sich das eigentlich aus beim Kind? Wird es dann bockig? Oder fängt es an, Allergien zu bekommen? Also da gibt es ja so viel, ja. Also gibt es so viel. Also da kommen wir aber nochmal beim anderen Thema zu. Es ist nochmal so, man sollte wirklich mit meinen Gedanken spielen oder in meinen Gedanken spielen, sollte man niemals aufhören, Vitamin D einzunehmen. Selbst im Sommer nicht. Also ich unterlasse das nicht. Ich gehe da durch, weil ich einfach weiß, dass die Personen in meinem Umkreis gedacht hätten, sie hätten im Sommer so viel in der Sonne gelegen, dass sie einen hohen Spiegel haben. Und das war absolut nicht der Fall, weil es eben auch altersbedingt der Körperverbrauch, ja, oder bei chronischen Krankheiten oder wenn man viel Sport macht. Also der Körper braucht das. Und jetzt überlegt euch, was die Kinder laufen, spielen, was wir alles von ihnen erwarten, was die Gesellschaft von ihnen erwartet. Und dann immer an den ganzen Geräten dran. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mache ich noch einen Film zum Elektrosmog. Wie geht es euch, wenn ihr immer ein Handy so lange in der Hand habt? Wie ist das überhaupt? Und dann ist das bei den Kindern auch da. Und dann niemals vergessen, wenn ein Kind da ist, wo ein Elternteil oder beide Elternteile dunklere Haut haben, dann brauchen die noch mehr Vitamin D. Denn die dunkle Haut braucht, um Vitamin D bilden zu können in sich, die doppelte Menge an Sonne. Weil diese Menschen kommen ja aus einem Land, wo es viel heißer ist, wo die Sonne viel mehr scheint wie bei uns. Und das heißt, auch diese Kinder können in Depressionen verfallen, also oder in eine Traurigkeit. Also nagelt mich da nicht fest mit den Worten, ne? Aber auch die fallen ja in eine Traurigkeit, werden vielleicht müde, lustlos, matt. Die Eltern vielleicht auch. Vielleicht kommt auch dadurch, dass manche Aggressivität noch da ist, weil das Vitamin D eben den Ausgleich gibt auch für alles. Und die Menschen, die immer in sonnenreichen Ländern gelebt haben, die müssen eben, ob Erwachsene, ältere Menschen oder ob Kinder, die müssen besonders auf ihren Vitamin D-Spiegel achten und die brauchen vielleicht auch einen Tropfen mehr Vitamin D wie wir. Ja? Denn wenn die das Doppelte an Sonne brauchen durch ihre dunkle Haut, dass die auch durchgeht, dass die Vitamin D bildet, dann brauchen das die kleinen Kinder ja erst recht. Und ich meine, wenn wir uns so umgucken, schaut mal, wir haben ja nun ganz viele Kinder in den Kindergärten und Schulen oder Babys, sieht man überall. Und die haben alle eine etwas dunklere Haut oder eine Mischhaut. Ich weiß nicht, ob die Mütter das alle wissen oder die der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind, ja? Wissen die das? Und das kann man ihnen dann vielleicht auch weitergeben, weil das ganz wichtig ist,
Denn sonst fragt man sich manchmal, wieso bekommen die alle ihre Allergien, wieso geht es denen so schlecht? Es fehlt ihnen doch nichts. Sie bekommen zu essen, zu trinken, sie haben ihre Spielsachen. Aber vielleicht ist es das Vitamin D. Ja, oder vielleicht ist der Darm immer verstopft, haben immer Verstopfung die Kinder oder wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, Allergien und auch euch fällt da bestimmt noch einiges ein. Und plötzlich gibt man Vitamin D dazu und es wird alles besser. Und dann habe ich natürlich auch schon gelesen in den Büchern und Fachbüchern, auch mal, wenn Wunde Popos sind. Ne? Also auch da auf Wunde stellen, also nicht nur Popos dann, auf Wunde stellen kann man auch mal Vitamin D auftragen. Oder es gibt Frauen, die einen bestimmten Pilz haben, also dass dann teilweise ein Tampon zum Beispiel mit Vitamin D, der jetzt hätte ich fast gesagt, gefüllt wird. Ne? Also da kommt halt Vitamin D drauf genügend. Und dann wird das Tampon wieder eingeführt und auch das ist in der Lage, und jetzt sind wir wieder bei Viren, der Scheide oder beziehungsweise dem, was auch immer, wo es drauf geschmiert wird, in dem Fall ist es ja beim Tampon einführen in die Scheide, also hilft es wieder ein regelmäßiges Klima in uns Damen dann herrscht, da wo was anderes sein sollte, ob das ein Pilz ist oder etwas anderes. Also es scheint eine sehr, sehr hohe Kraft zu haben. Und ich weiß, diesen Artikel habe ich nie wiedergefunden, vor vielen Jahren, dass es hieß, dass Vitamin D mal eine günstige, aber super wirksame Therapie war bei Krebs. Und das wurde aber ganz schnell abgesetzt, weil das viel zu günstig war und dann fiel das Patent weg. Ich habe nie wieder diesen Artikel gefunden und ich ärgere mich heute noch, dass ich das nicht einfach damals abfotografiert habe. Aber da war, glaube ich, die Zeit noch nicht so, wo ich mein Handy hatte mit zum Fotografieren. Also solche guten Artikel, wenn ihr die findet, könnt ihr mir gerne einen Link drunter setzen. Das würde natürlich heute keiner mehr haben wollen, weil das Kosten sind. Aber jetzt überlegt euch, wenn die kleinen Kinder schon Krankheiten haben, mit Krebs, Leukämie, alles, was so damit zusammenhängt. Oder andere Tumore. Und wenn man weiß, dass das so gut geholfen hat, dass aber in den Medien einfach nicht weitergegeben wird, vielleicht sollte man das selber ausprobieren. Denn Vitamin D kann soweit nicht toxisch sein. Überlegt mal, die 80.000-fache Menge wurde dann für anstatt Chemotherapie genutzt. Oder ich glaube, es war sogar die 800.000-fache Menge. Oh Gott, jetzt müsste ich lügen, es ist so lange her. Jedenfalls war es eine enorme Menge. Und wisst ihr, ich habe euch ja, einen Film habe ich gemacht, 600.000 Einheiten toxisch für Menschen. Und es gibt ja einen Arzt, der nicht in Deutschland ist. Und die Filme sind auch nicht mehr zu sehen, habe ich schon mal erzählt. Der hat 600.000 Einheiten, gibt er seinen Patienten zu spritzen, wenn der schwere Hirntumore operiert. 600.000 Einheiten. Also stelle ich mir jetzt vor, wenn mein Kind kränkeln würde und hätte da Mangel im Körper, könnte ich mir vorstellen, dass ich dann vielleicht nicht nur 1.000 Einheiten meinem Kind geben würde, sondern ich würde das vielleicht so erhöhen, ja, oder über den Tag verteilen, immer mal einen Tropfen. Wenn das ja 500 Einheiten sind, dass man sagt stündlich, dass der Körper immer damit konfrontiert ist und das jeden Tag. Es ist jetzt nur meins, ne? Also meine Gedanken sind das, dann würde ich über dieses Vitamin D dem Körper die Chance geben, sich wieder zu regenerieren oder aber dem Angriff, der da kommt, standzuhalten. Gerade wenn es dann eben um Viren geht und wir wissen, Krebs sind ja auch Viren, oder? Also von daher, ja. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen, was jetzt mit dem Vitamin D für die Kinder zu tun hat. Gut, die Frage ist jetzt, brauchen die schon das K2? Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann weiß man, für die Zähne ist K2 sehr wichtig. Und in der heutigen Zeit ist sehr viel Zucker überall drin. Und die Kinder können ohne das Vitamin D gar nicht, also auch wieder das Kalzium aus der Nahrung gut verarbeiten, dass die Zähne stärker werden. Sei es so dahingestellt, ich habe euch dieses Produkt jetzt einfach gezeigt, weil es zu kaufen ist. Und ich muss mal gucken, steht da zufälligerweise drauf,
ab welchem Alter Vitamin D unterstützt die normale Funktion des Immunsystems, Vitamin K2 für die Erhaltung normaler Knochen. 5 Tropfen sollen wir nehmen. Bei Einnahme von Blutgerinnungshemmer nur nach Rücksprache mit dem Arzt verwenden. Bitte außerhalb von Kindern auf. Also wie immer. Und wisst ihr, was ich da wieder ganz spannend finde? Vitamin D wird vom Körper aufgenommen, umgewandelt, mit Vitamin 2 ergänzt, haben die positiven Effekte des Vitamin D3 optimal. Beide Nährstoffe und tragen somit optimal zur Unterstützung des Immunsystems bei und Erhalt einer normalen Muskelfunktion. Kann in meinen Augen auch nicht schaden, ne? Und hier, da möchte ich nochmal zu, Vorsicht bei der Einnahme von Blutgerinnungshemmern. Wenn doch das K2 ein guter Blutgerinnungshemmer ist, dann ist das doch eine wunderbare Sache mit dem Vitamin D, oder? Vielleicht brauche ich dann gar keinen anderen oder weniger davon. Auch schon aber nur meine Gedanken, um Gottes Willen, ne? So, in diesem Sinne, jetzt bin ich wieder ganz lang geworden und wahrscheinlich ein bisschen abgeschweift und sowas alles. Das Ding war einfach zu sagen, Mann, hört nicht auf, Vitamin D zu nehmen. Nur weil einige vielleicht sagen, das reicht oder auch über den Sommer. Muss man ausprobieren, aber überlegt wirklich, wie oft seid ihr wirklich drin und wie oft seid ihr in der Sonne, in der Mittagszeit auch wirklich nur leicht bekleidet, also mit einem Top und einer kurzen Hose. Wann macht man das schon? Sehr schwierig. Aber wie auch immer, vielleicht habt ihr selber Erfahrungen gemacht oder schaut rein beim Professor Spitz Akademie für menschliche Medizin. Auch die haben extra Kongress gemacht für Kinder, für Schwangere, für Krebs und sowas alles. Wobei ich sagen muss, die sind da oft immer noch ein bisschen vorsichtig mit den Mengen. Aber ich kann eben aus eigener Erfahrung sagen, man muss manchmal ein bisschen spielen, weil das, was die WHO da so an uns weitergibt, nun ja, muss man immer gucken. Ne? Das ist was für jedermann. Aber weder ich noch du bist jedermann, sondern wir sind eigen und so sind die Kinder auch. Ne? Muss man einfach so sagen. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es nochmal Nachtrag, aber. Bitte gebt es weiter, dass die Eltern auch Kraft und Mut haben und nicht, weil es heißt, nach dem zweiten Lebensjahr braucht man das nicht mehr. Vielleicht setzt ihr mir einen schönen Kommentar drunter oder gebt mir einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und das nächste Thema wird dann jetzt endlich sein, Hanf. Schauen wir mal, was es da so zu sagen gibt. Ist es auch für die Gesundheit hilfreich? Werden wir sehen. Bis dann. Tschüss.